Nepp und Margarete. Tuschel, 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 tuschel. Wahrscheinlich solltest du das nicht stören. Okay, da habe ich noch nicht gern. Jojo. Mist, du hast mich gefunden. Das heißt dann wohl, ich habe verloren. Weißt du was, was Happy jetzt sagen würde? Sie würde etwas sagen wie: Pony, du solltest immer dabei allen dein Bestes geben. Wie sonst werden die Leute sehen, wie super du bist. Nein, nächstes Mal. Immer Nasnach. Sch, wenn du so laut bist, hören sie uns. Immer Nasnach, immer Dutnach. Ja, sei still, Nas. Wir verstecken uns, erinnerst du dich? Stellt sich heraus, für einen Typen meiner Größe gibt es hier nicht viele Verstecke. Aber das hat trotzdem Spaß gemacht. Solange Burley glücklich ist, bin ich glücklich. Aha! Wir haben euch gefunden, Dad und Nas. Nas, sie haben uns gefunden. Immer Nas nach. Oh, du weißt doch, dass ich dir nicht böse sein kann. Gehen wir Backe, Backe, Kuchen spielen. Backe, Backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Wer will guten Kuchen backen, der muss haben sieben Sachen. Eier und Milch, ich kann es nicht mehr, scheiße. Ey, das sind Kinderreime nicht bekannt, das ist schon peinlich, ne? Solange Bärle glücklich ist, bin ich glücklich. Ah! Du schreist immer, der Boden fühlt sich hier gut an. So, Bärle war... war er nochmal? Der war doch hier irgendwo. Bin ich blind? Der hat sich irgendwo vergraben gehabt. Wir sehen bloß gerade nicht mehr. Ich bin blind. Ein sehr schwieriges Puzzle. Alle Teile sind weiß. Das ist super. Kann man gar nicht lösen. Da muss ich untersuchen, ne? Boing, ich bin Happy. Du hast mich gefunden, also muss ich jetzt etwas anderes machen. Ich dachte, da wäre noch vorhin dieser Springtor drin. Oh, ich weiß, ich werde das Alphabet jetzt aufsagen. Z, Y, X, W, V, U, O, M, O. Ah, der ist selbst gespawnt. Im Boden steigt ein Strohhalm. Bist du ein Rostin? Ja. Wah! Ihr habt lange genug gebraucht. Ich dachte, ich würde euch verstecken. Ja, wie hat euch mein Versteck gefallen? Ziemlich gut, oder? Es sieht so aus, als hättet ihr auch so ziemlich alle anderen gefunden. Unerwartet. Aber ich mag's. Halten wir noch einen letzten Appell ab. Achtung! Ben! Hier wie immer, Kumpel. Charlene! Hier. Michael! Au, was soll das? Happy! Ihr hier! Aua! Ah! Pony! Hier. Dat! Das ist hier. Nas. Immer Nas nach. Hero. Anwesend. Kell. Muss das jedes Mal sein, Burley? Muss das jedes Mal sein? Bitte kein Tee, danke.
Ey, das war unangebracht. Aubrey. Hier bin ich. Ja, wo ist Basil? Das ist seltsam. Ich dachte, ich hätte ihn dabei gesehen, wie er sich in der Nähe des Baumes dort versteckt. Basil, wo bist du? Kannst du uns hören? Basil, du kannst jetzt rauskommen. Du hast schon gewonnen. Hallo, Basil. Hey, da ist Basil. Basil, geht es dir gut? Hängst du fest? Boss, ich hätte mir denken sollen, dass du es warst. Du nichtsnutziger Schurke. Lass Basil gehen. Ja, was hat dir Basil hier angetan? Basil ist unser Freund. Mag es dir nicht irgendwie zu tun. Lass Basil los, Boss. Er hat nichts falsch gemacht. Ihr Dummköpfe. Ihr denkt, es geht hier um Basil? Tut nicht so dumm. Ihr wisst, warum ich hier bin. Ihr könnt es wagen, mich zum Versteckspiel einzuladen. Ich bin derjenige, der es euch überhaupt beigebracht hat. Ihr spielt es nicht mal richtig. Ihr könnt es Verstecken nennen, ohne dabei eure Körper ineinander zu rammen. Ein Blumenkranz. Hey, das ist der Blumenkranz, den wir für Basil gemacht haben. Wie kannst du nur? Lass ihn gehen, du Fiesling. Nein! Wenn ich nicht in allen zusammen spielen kann, dann darf es keiner. Das hier ist jetzt eine nur für Bosszone. Und ihr seid nicht eingeladen. Da war der Text für die große Textbox noch. Moin. Also. Sagen wir greifen einfach mal an, ne? Das sind die Angriffs-Items sind Flex, haben wir keine. So. Ihr Schwächlinge, das nimmt ja einen Angriff. Hey, das hat irgendwie weh. Langsam ist das nicht mehr lustig. Das habt ihr mich wütend gemacht. Das ist einfach meine Spezialattacke. Body Slam. Mori hat sich nicht unterkriegen lassen. Wieso kannst du dich immer noch bewegen? Und gewonnen. Das ist nicht fair. Revanche! Ich bin der Revanche! Ich bin einfach getreten. Basil, bist du verletzt? Sorgt euch nicht um mich. Mir geht es gut. Boss, es muss wehtun, zu sehen, wie Leute ohne dich Spaß haben. Aber das heißt nicht, dass du anderen den Spaß verderben darfst. Das weiß ich. So, wie sieht das besser an? Basil, bist du sicher, dass das in Ordnung ist? Boss meint es nicht gut. Zum Glück hat der Mori bei diesem letzten Angriff durchgehalten, sonst wären wir alle toast gewesen.
Es ist okay, ich vertraue ihm. Als der eine gekämpft hat, hat er sich sehr dabei bemüht, mich nicht zu verletzen. Ist das wahr, Boss? Das ist ein Haufen Quatsch. Du musst diese Lüge nicht hören. Das ist meine Ecke. Niemand sonst ist hier willkommen. Also, er wird wahrscheinlich kein Problem sein, solange er so bleibt. Das heißt dann wohl, wir können jetzt zu Bells Haus gehen. Das hört sich gut an. Wir gehen jetzt, Boss. Verursache keinen Ärger, ja? Okay, ich bin bereit. Gehen wir. So. Und dann haben wir schon. Komm schon, Van, leg dich ins Zeug. Ja, wirkt, haben wir schon. So, ein bisschen. Bin geheilt, ja, okay. Alles klar. So, aber ich mache hier erstmal einen Cut. Und speichere mal eben. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns das nächste Mal bei Let's Play Omori. Der deutschen Besetzung. Ich werde mal gucken. Ich glaube, ich werde das als Hauptprojekt machen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das insofern jetzt gleich mache oder ob ich erstmal ein anderes Projekt fertig machen möchte. Gucken wir mal. Entscheide ich dann spontan. Auch je nachdem, wie viel Zeit ich dann noch zur Aufnahme habe und so. Ja, wie ist es? Also, das ist mal auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen.